Der italienische Bildhauer Fabio Viale in einem seiner eindrucksvollsten Kunstwerke, einem Boot aus Marmor. Ich erinnere mich noch an dieses Sonnenlicht. Natürlich ist es in meiner Erinnerung noch strahlender, als es wirklich war. Ich weiß noch genau, wie es war, als an einem Tag der Himmel aufbrach und die Sonnenstrahlen das Boot erleuchteten. Ich hatte das Gefühl, ich kann durch den Marmor hindurch die Wellen des Meeres sehen. Das ist eine wunderschöne Erinnerung. Aus einem Block Marmor formte der Künstler innerhalb von 5 Monaten das Boot. Fast eine halbe Tonne schwer. Je dünner die Außenwände wurden, desto größer war die Gefahr eines Bruches. Marmor, ein empfindliches Material. Ich war 16 Jahre alt, als ich anfing, mich mit Marmor zu beschäftigen. Seitdem habe ich nie aufgehört, damit zu arbeiten. Und ich habe noch lange nicht genug davon. Es ist ein Material, das ich fühle, das mir erlaubt, Formen zu kreieren, die ich im Kopf habe. Dabei gibt es für mich keine Grenzen. Das gefällt mir am Marmor. Mi piace del materiale. Ein platter Reifen oder ein riesiger Papierflieger. Fabio Viale bricht mit den Vorstellungen darüber, was man aus Marmor erschaffen kann. Und spielt mit den Sehgewohnheiten. Marmor ist für mich wie die Leinwand für einen Maler. Es ist ein weißes, neutrales Material, aus dem ich alles machen kann. Fabio Viale lebt mit seiner Kunst. Die Werke des 36-Jährigen finden sich überall in seiner Wohnung. Studiert hat er Bildhauerei in Turin und in Carrara, wo der weltbekannte Carrara-Marmor abgebaut wird. Die Vorstellung, durch ein Kunstwerk zu wandeln oder es zu verändern, das ist für mich der interessanteste Aspekt an Kunst. Es ist ein bisschen so, als ob sich eine neue Tür öffnet oder man einen neuen Weg einschlägt. Das ist meiner Meinung nach der Sinn von Kunst. Fabio Viales Version von Leonardo da Vincis Meisterwerk Mona Lisa in Styropor-Optik. Durch die fehlende Nase soll der Eindruck von Unvollständigkeit und Unschärfe verstärkt werden. Das Gemälde der Mona Lisa ist ja unscharf. Und diesen Effekt wollte ich auf eine Skulptur übertragen. Das ist sehr schwierig, aber mit dem Styropor-Effekt ist das möglich. Alle Ecken und die Ränder sind durch die Kügelchen gebrochen und wirken dadurch unscharf. Und dadurch, dass eben diese klaren Konturen fehlen, ist es möglich, dass jeder seine eigene Vorstellung von der Mona Lisa in der Skulptur wiederfinden kann. Pietro Gagliardi ist der Galerist des Bildhauers. Er verkauft die Werke auf Kunstmessen weltweit zu Preisen zwischen 10.000 und 100.000 Euro. Es ist fantastisch, wie er den Marmor behandelt. Dieses alte, fast heilige Material. Er interpretiert den Marmor auf eine Art und Weise, dass daraus etwas Modernes, Zeitgenössisches wird. Das können nur ganz wenige Künstler. Fabio Viale, ein Künstler, der mit ungewöhnlichen Objekten aus seinem klassischen Material immer wieder überrascht.